So ganz kann ich mich nicht des Eindrucks erwehren, dass es heute nicht wirklich mit rechten Dingen zugegangen ist, sondern dass da ein Stück weit eine gesteuerte Rallye passiert ist. Erinnern wir uns, wir hatten ja zunächst mal im asiatischen Handel nach der Fernsehdebatte zwischen Trump und Biden einen ziemlich herben Abverkauf. Das hatte auch gute Gründe, dazu gleich mehr. Dann sahen wir in Europa weitere Schwäche zunächst, eine Erholung so ein bisschen, aber richtig nach oben ging es dann 14.31 Uhr genauer gesagt. Da zogen plötzlich die Futures an in den USA. Und warum zogen sie an? Weil da mehrere Plattformen gleichzeitig sagten, wir wissen schon, wie der Einkaufsmanager-Index aus Chicago ausfallen wird, der eigentlich um 15:45 erst veröffentlicht wird, also eine Viertelstunde später normalerweise. Aber diese Zahl wurde im Vorfeld geleakt und bums ging es in relativ dünnem Future-Handel massiv nach oben. Da hat man also in gewisser Weise Tatsachen geschaffen. Und das Narrativ dieser Rallye lautet natürlich, naja, wenn jetzt die Konjunktur deutlich anzieht, dann haben wir verstärkte Nachfrage, die wir da jetzt sehen. Zum Beispiel im Chicago Einkaufsmanager Index. Wenn es verstärkte Nachfrage gibt, dann wird es früher oder später Inflation geben. Und wenn es Inflation gibt, dann wird das Sachwerte insofern begünstigen, wie Aktien zum Beispiel, weil die Fed ja gesagt hat, bis 2023 werden wir, komme was wolle, die Zinsen nicht anheben, mithin also eine Geldentwertung, was dann Sachwerte wie Aktien wertvoller macht. So die Logik dieses Reflationstrades, könnte man sagen. Nur die große Frage ist, wer hatte eigentlich ein Interesse daran, diese Zahl vorher schon an verschiedene Organe zu leaken? Wir haben beim Chicago Einkaufsmanager Index schon öfter sehr problematische Dinge gesehen. Da wurden Zahlen plötzlich revidiert, völlig absurderweise revidiert. Da hatte man oft schon mal eine falsche Zahl gemeldet, um sie dann plötzlich wieder zu revidieren, und zwar im Sinne der Aktienbullen zu revidieren. Also ein kleines Fragezeichen bleibt da. Klar, wir haben jetzt Window Dressing heute, letzter Tag ja im Quartal, und vorstellbar ist auch, dass vor allem Donald Trump nicht den Eindruck erwecken will, als würden jetzt die Aktienmärkte nachhaltig fallen nach dieser Fernsehdebatte. Da steht ja ein bisschen was auf dem Spiel, denn bekanntlich sieht Trump und die Seinen den Aktienmarkt ja ein Stück weit als Barometer seiner Leistung. Da sind dann andere Nachrichten, wie etwa, dass Disney 28.000 Jobs streichen wird, dass Shell 9.000 Jobs streichen wird, dass Dow 6% seiner Belegschaft entlassen wird, Continental heute mit der Aussage 30.000 Stellen werden wegfallen, dann auch noch Marathon Petroleum. Das ist alles so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Okay, wir hatten heute den ADP-Arbeitsmarktbericht, der etwas besser war. Wir werden wahrscheinlich am Freitag nochmal ordentliche Arbeitsmarktzahlen bekommen, nämlich die großen Arbeitsmarktdaten am Freitag. Es dürften aber die letzten besseren Arbeitsmarktdaten sein. Dann wird es schwieriger, weil dann eben solche Dinge hier durchschlagen, eben diese Entlassungen, nachdem das Coronavirus nach wie vor ja irgendwo nicht weg ist. Und wir hatten als weiteren Rallye-Grund sozusagen Window-Dressing, diese Leakung der Zahl in dünnem Handel und jetzt eben dann auch Aussagen von Steve Mnuchin, der gesagt hat, wir machen jetzt nochmal einen letzten Versuch mit Pelosi, dass wir da eine Einigung in Sachen Stimulus finden. Wir können ein bisschen nach oben gehen seitens der Republikaner mit der Zahl. Also man versucht hier nochmal jetzt ein bisschen Hoffnung zu machen. Steve Mnuchin hat wahrscheinlich auch die Fernsehdebatte gesehen und jetzt eben auch hier das Window Dressing als Argument. Vielleicht hier sehen wir mal, was so am besten gelaufen ist. Es ist im zweiten Quartal Luxemburg sehr, sehr gut gelaufen, Schweden sehr, sehr gut gelaufen, Dänemark sehr gut gelaufen, aber eben auch vieles in den USA sehr gut gelaufen. Consumer Discretionary, also so eine Amazon-Sparte, Momentum Industrials, all das ist gut gelaufen. Und dann müssen vielleicht natürlich auch nochmal Fonds oder andere institutionelle Player ihren Anlegern nachweisen. Guckst du, haben wir doch auch im Depot gehabt. So erklärt sich vielleicht dann der Move, der allen irgendwie ganz gelegen kam, hat man den Eindruck. Jedenfalls ist das eine bestimmte Konstellation. Aber übergeordnet gilt noch nach wie vor ein großes Probleme, das über den Märkten hängt. Hier ein Foto, das Donald Trump in seinem Twitter-Account getweetet hat, wo er hier praktisch Joe Biden und den Moderator der Sendung, eigentlich ein Fox-Moderator, als seine Gegner darstellt. Das ist sozusagen das Narrativ, das Trump verbreitet. Auch hätte Joe Biden eben praktisch den linken Flügel der Demokraten verprellt mit seinen Aussagen. Biden wollte natürlich möglichst mittig erscheinen, um möglichst viele Wähler zu erreichen, das ist klar.
Jedenfalls, eins steht fest, was wir gestern gesehen haben, das bringt auch hier einen Bericht bei Bloomberg auf den Punkt. Das hat letztendlich eigentlich nur bestätigt, was wir vorher schon wussten, aber was sozusagen nach wie vor eben das ungelöste Problem der Aktienmärkte ist. Trump is not going to accept that. Wenn Biden gewinnt, wird Trump das nicht akzeptieren. Das ist relativ eindeutig gewesen. Nun sagen die Trump-Anhänger, ja, aber nur wenn die Wahl manipuliert war. Naja, aber das ist natürlich immer ein schwieriger Begriff, manipuliert. Jedenfalls eine sehr weiche Definition. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass eben eine Niederlage seitens Trump nicht akzeptiert würde, zumal er ja eine Ideologie des Siegers pflegt. Alle anderen sind Loser. Es gibt nur ganz wenige Sieger. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Aussagen von Donald Trump in den letzten Jahrzehnten. Und es wäre natürlich für jemand wie Trump dann, der diese Ideologie vertritt, ein ziemlich übles Ding, dann eine Wahl zu verlieren. Das will er sich irgendwie ersparen. Deswegen ist damit zu rechnen, dass das Ganze angezweifelt wird, juristisch angefochten wird, falls das Ergebnis nicht den Vorstellungen von Donald Trump entspricht. Und derzeit deutet manches darauf hin, dass das Ergebnis eben doch ungünstiger verlaufen wird. Denn es ist ja schlichtweg so, im Grunde war dieses Fernsehduell das größte Risiko für die US-Demokraten überhaupt, dass nämlich Biden da irgendwie senil wirkt, ganz schlecht performt, wo dann alle sagen, oh Gott, diesen Mann als US-Präsident können wir uns nicht vorstellen. Das ist aber nicht passiert. Man kann an der Performance oder kann über die Performance von Biden verschiedener Meinung sein, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass er jetzt als krasser Totalausfall hier gewirkt hat. Dementsprechend sehen wir, dass dann später auch die Wettplattformen sogar ihre Siegeschancen, die sie einpreisen, für Biden erhöht haben und die Siegeschancen für Trump nochmal niedriger angesetzt haben. Also wird Trump eine Wahrscheinlichkeit nur von 38,4%. Bei Biden sind es fast 60%. Das ist sozusagen hier der entscheidende Punkt. Schauen wir uns nochmal an, was möglicherweise passieren würde, wenn jetzt Donald Trump diese Wahl anzweifeln würde. Biden hat ja klar gesagt, also ich akzeptiere das Ergebnis, egal was passiert. Wenn wir uns mal anschauen, was im Jahr 2000 passiert ist, damals zwischen Bush und Al Gore, da war das Rennen ja denkbar knapp und man hat dann in einem Bundesstaat, nämlich in Florida, weitere Auszählungen gemacht, etc. etc., hat damals die Märkte sehr stark belastet, war also Aktien negativ, war damals auch Dollar negativ und war Gold positiv und Anleihemärkte positiv. Die Renditen sind also gefallen, Gold ist gestiegen, Aktien sind gefallen, der Dollar ist gefallen. Würde das so wieder passieren? Möglich. Gold dürfte profitieren, die Aktienmärkte dürften eher nicht profitieren, kann man sich vorstellen. Die Anleihen dürften profitieren als sicherer Hafen. Ob der Dollar wirklich schwächer wird, ist dann eine andere Frage. Denn Dollar ist ja sozusagen der sichere Hafen, ist auch das Vehikel für Risikoaversion. Dementsprechend bin ich mir da nicht so sicher, wie das mit dem Dollar ist. Aber das Gold und Anleihen steigen, während Aktien tendenziell fallen, das ist wohl sehr wahrscheinlich. Und wie wurde es bei CNN genannt, eine Shitshow, das ist der anderen natürlich auch aufgefallen, weil es nicht gerade ein Ruhmesblatt natürlich der amerikanischen Debattenkultur, muss man sagen. Und hier sagt Hu Xixin genüsslich aus chinesischer Sicht, naja, das ist, zeigt doch sozusagen, in welchem Zustand das Land ist, das sei praktisch ein Ausdruck der Spaltung des Landes. Also die Chinesen werden sich heimlich gefreut haben über das, was da passiert ist. Und apropos Chinesen, wir sehen das hier, China offenkundig jetzt gegen Google auch vorgehen wird. Und zwar geht es um das Betriebssystem Android und das Ganze wohl, so heißt es in einem Bericht, auf Initiative von Huawei, also dem Konzern, der von den Amerikanern ja, wie gesagt, oder wie allseits bekannt, an die Kandare genommen wird. Das ist ein interessanter Punkt. Dementsprechend könnte man auch vielleicht sagen, wenn wir uns jetzt mal die US-Aktienmärkte anschauen, in Relation zu anderen Märkten, entwickelten Märkten, also Deutschland, Europa insgesamt, größere andere Märkte, dann sehen wir, dass wir da natürlich eine wahnsinnige Outperformance haben, eine bessere Performance. Das Risiko in den USA ist aber doch durchaus nicht unerheblich, möchte man sagen.
Dementsprechend könnte man jetzt langsam vorsichtig werden, was zumindest die Relation US-Aktienmärkte und andere Aktienmärkte betrifft. Vorsichtig vielleicht auch deswegen, weil, was Sie hier sehen, ist der S&P 500, also der Leitindex der Welt in einem Chart von Capital.com. Und hier sehen wir, da sind wir jetzt schon in der Nähe der 3400er Marke. Wichtiger Widerstand ist sozusagen das Hoch aus dem Februar gewesen, bevor wir dann in der Corona-Krise abgestürzt sind. Dann haben wir ja dieses Hoch überwunden, haben praktisch nochmal einen Ausbruch nach oben gemacht. Möglich ist aber nach wie vor eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, dass wir also eine Schulter haben im Februar 3400, dann ging es nach unten, dann der Ausbruch nach oben, Fehlausbruch, Fragezeichen, mit dem neuen Allzeithoch über der 3500er Marke und dann die nächste Schulter bei 3400, ist jedenfalls ziemlich viel Widerstand. Insgesamt bei den Aktienmärkten könnte man im Nasdaq genauso zeigen, so im Bereich der Marke 11.500, 11.520, beim DAX in der Zone 12.900, 13.000. Das sind so die Marken, die durchaus schwierig sein werden hier für die Märkte. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Morgen ist der Donnerstag, normalerweise zumindest seit Anfang 2020, jetzt nicht der allerbeste Tag für die Märkte. Ich hatte da heute eine Grafik dazu gezeigt, der schwächste Tag normalerweise in der Woche. Kann man diese gesteuerte Rallye weiterführen? Das ist die große Frage. Ich will hier keine Verschwörungstheorien in die Welt setzen, aber ein bisschen merkwürdig, ein bisschen unkoscher ist das Ganze schon gewesen heute, gar keine Frage. Jetzt kommt es darauf an, wie sozusagen die Märkte reagieren werden. Wird man jetzt eine Niederlage von Donald Trump einpreisen oder passieren da ganz andere Dinge, die wir alle nicht sehen und verstehen? Das ist die große Frage. Jetzt einen schönen Feierabend Ihnen. Ich sage Servus und Ciao.